Willkommen zur nächsten Episode von Strongflex TV. Heute bin ich am Zug, Flex, denn es geht um Beweglichkeit und es geht gleich voll ins Eingemachte. Heute zeige ich euch den Männerspagat. Kurze Info vorneweg, ich bin und war kein Balletttänzer. Ich bin auch kein Turner, der von klein auf das geübt hat. Ich musste mich lange disziplinieren, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Es hat einfach nur was mit Disziplin, schwieriges Wort, schwieriges auch durchzuziehen, zu tun und mit Regelmäßigkeit. Das ist immer der Schlüssel zum Erfolg. Auswahl des Bodens. Wir haben hier ein paar Matten, die, wenn man Socken anhat, es zulassen, dass man gut rutscht. Wenn ihr Laminatboden habt, wenn ihr Parkett habt, nehmt zwei Kissen, Füße drauf. Also das wäre wichtig, dass ihr die Möglichkeit habt, euch ein bisschen hin und her zu bewegen dabei. Stützt euch in der Mitte ab, setzt die Fersen auf, vielleicht die Füße erstmal anwinkeln, anflexen und dann, je nachdem von wo ihr kommt, vielleicht sind die Knie erstmal gebeugt, begebt ihr euch langsam runter. Ihr könnt auch dabei tief einatmen, ausatmen, versuchen ein bisschen loszulassen, tiefer zu gehen, tief ein, runter. Dann kann man auch hier spielen, Füße anziehen, Füße strecken, Fußspitzen herziehen, Füße strecken. Bei mir hat es am Anfang hier gewaltig auf den Innenbändern gezogen, das wird individuell unterschiedlich sein. Tut euch keine Gewalt an, übertreibt es nicht. Wenn ihr euch eine Zerrung holt, dann müsst ihr nur länger pausieren. Also sachte an die Sache herangehen und dann versucht ihr nach und nach eben ein bisschen tiefer zu gehen. Und bei mir waren es so 2 Jahre, mindestens ja, 5-mal die Woche trainiere ich, aber Spagat habe ich am Anfang größere Pause gemacht, weil die Bänder sich erstmal daran gewöhnen müssen, an diesen wahnwitzigen Zug und diese doch recht unnatürliche Position. Aber irgendwann kommt er wahrscheinlich tatsächlich dann auch, sicher kommt er dahin, das sind Naturgesetze, wo ich jetzt bin. Dann kann man versuchen, noch ein bisschen da nach vorne zu gehen und ja, viele von euch haben noch die Van Damme-Position in Erinnerung. Da kommt ihr hin, wenn ihr es regelmäßig macht und übt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.